Hi Leute, vor uns liegt die Verpackung des Nokia Lumia 920. Bedeutet, wir haben wieder ein Paket, das wir ausziehen wollen. Und zwar schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen die typische Nokia Lumia Verpackung, blau, mit diesem kleinen Schlitz hier, um die Innereien rauszuziehen. Da wäre zum einen ganz oben auf natürlich das Nokia Lumia 920, darunter diesen kleinen, ja, guten Freund hier, den wir hier oben einführen, um dann, jetzt seht ihr ihn, den Schlitten rauszuholen für die Micro-SIM-Karte. Außerdem dabei, wie immer, diese kleine Box mit Informationen, die diesmal relativ klein ausfällt. Und zwar haben wir hier so ein kleines Glückwunsch zu Ihrem neuen Nokia Lumia 920. Finden wir auch hier schon. Das erste, was uns entgegenkommt. Und dann haben wir natürlich diese kleine Einführung, die Anleitung. Wir haben das typische Nokia Lumia Ladegerät, das mit dem runden Kopf, natürlich USB. Das packen wir zusammen mit dem Datenkabel und können dann das Gerät an der Steckdose laden. Oder wir nehmen nur das Datenkabel, verbinden es mit Notebook oder PC und laden es entweder dort, natürlich langsamer als am Netzteil, oder tauschen Daten aus über Nokia Zoom dann die Software. So, doch das ist nicht alles. Hier haben wir noch ein In-Ear-Headset. Das sieht so aus. Genauer gesagt sind das die Ersatzaufsätze. Das ist das Headset. Und wir sehen, wir haben hier noch so eine kleine Steuerungseinheit mit dabei. Doch packen wir das zur Seite und schauen uns das hier an. Wir werden das natürlich erstmal aus der Folie rausnehmen. Und dann haben wir dieses kleine Meisterstück vor uns. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus, wie alle Lumia-Geräte, alle High-End-Lumia-Geräte, wenn ihr mich fragen sollt. Das ist natürlich ein Unibody-Gehäuse, wir kennen das von den hochpreisigen Lumias. Und wir schauen mal, was wir so haben. Wir sind auf der linken Seite und, wie wir sehen, nichts vorhanden. Wir haben auf der rechten Seite dafür umso mehr, und zwar die Lautstärkewippe. Sie steht ordentlich heraus, ist farblich gut abgesetzt und hat einen super Druckpunkt. Genauso wie die Ein-Aus-Power-Taste und die dedizierte, die Extra-Kamera-Taste. Wir schauen nach oben und hier sehen wir ein zweites Mikrofon. Wir sehen den 3,5 mm Klinkenanschluss und wir sehen hier die Micro-SIM-Karte bzw. den Micro-SIM-Karten-Slot. Auf der Unterseite sehen wir zwei markante Schrauben, wir sehen zwei Lautsprecher und wir sehen die Micro-USB-Buchse. Und jetzt geht es los mit der Rückseite. Wir sehen hier die Nokia-Kamera. Wir sehen wieder ein Carl Zeiss-Objektiv und zwar ist es genauer gesagt ein Tessat-Objektiv. Wir haben hier oben ein, jetzt seht ihr das, Dual-LED-Blitz. Und zwar beschreibt Nokia das als Kurzpuls-Hochleistungs-Dual-LED-Blitzlicht. Und es soll ungefähr 3 Meter weit reichen. Doch kommen wir zur Kamera, denn die Kamera, die kann wirklich ordentlich was. 8,7 Megapixel mit Nokia PureView Technik, 3552 x 2448 Pixel. Wir haben eine f2.0 Blende mit 26 mm Brennweite. Wir haben einen BSI-Sensor, bedeutet Backside Illuminated oder auch rückwärts beleuchtet sozusagen. Und zwar ist dieser 1/3 Zoll groß. Die Pixel, die aufgenommen werden, sind 1,4 Mikrometer groß. Wir haben eine optische Bildstabilisierung und wie gesagt ein Tessat-Objektiv von Carl Zeiss. Videos können wir natürlich aufnehmen in Full HD, bedeutet in 1920x1080 Pixel bei 30 Frames per Second. Wie gesagt, mit optischer Bildstabilisierung. Das ist doch super. Ansonsten sehen wir hier nur die Rückseite. Deshalb schauen wir nach vorne. Und zwar beginnen wir... Autsch. Das macht dem Gerät gar nichts, das sage ich euch jetzt schon mal. Das ist nämlich ein Bombenteil. Wir beginnen oben, machen erstmal die komischen Fussels da weg. Und wir sehen hier Licht- und Näherungssensor, die Hörmuschel, die Frontkamera. Und auch hier gibt es was zu erzählen. 1280x960 Pixel und Videos in HD. Dementsprechend gar kein Problem. Wir sehen den Nokia-Schriftzug. Wir wandern nach unten. Sehen hier nochmal die rechte Seite mit den Tasten. Sehen, dass der Abstand zu der Seite wirklich gering ist. Und wir sehen die drei Tasten, die drei typischen Windows-Tasten. Start, zurück und suchen. Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen, außer einer Menge Fingerabdrücke. Aber jetzt kommen wir zu einem der Highlights neben der Kamera, und zwar ist es das Display. Und auch hier gibt es viel zu erzählen. Es ist 4,5 Zoll in der Diagonalen groß, ein Pure Motion HD Plus IPS Display. Bedeutet, es ist wunderbar und hat auch tolle Blickwinkel. Eine Auflösung von 1280x768 aka WXGA. Wir haben ein geformtes
2,5D-Glas, 15:9 Breitbildformat, eine RGB-Streifenmatrix, 332 Pixel für Inch, was wirklich ein sehr, sehr top genialer Wert ist, und eine Leuchtkraft von 600 Candela pro Quadratmeter. Das ist nicht schlecht. Wir haben ein hochempfindliches Touchscreen, einen hochempfindlichen Touchscreen, und es kann 16,7 Millionen Farben darstellen. Das ist echt nicht schlecht. Da haut Nokia echt so ziemlich nur das Beste rein. Es ist 130,3 mm hoch, nicht das Display, sondern das Gerät im Allgemeinen, 70,8 mm breit und schlägt mit 10,7 mm zu Buche. Apropos zu Buche schlagen, 185 Gramm wiegt das Gerät. Das ist im Vergleich zu anderen Smartphones viel. Im Vergleich zum Note aber beispielsweise gar nicht mehr so viel. Und es liegt wirklich, also man merkt, dass man echt was in der Hand hat. Man könnte damit, glaube ich, auch locker eine Scheibe einschlagen oder den bösen Nachbarn. Nein, lassen wir das. Wir haben eine Akkukapazität 2000 mAh und ich denke, man sieht das schon, hier lässt sich nicht viel rausnehmen, also ist er nicht auswechselbar. Wir haben 32 GB internen Speicher, auch dieser ist leider nicht erweiterbar. Wir bekommen aber 7 GB Online-Speicher auf SkyDrive geschenkt. Das Gerät gibt es in den Farben Rot, Gelb, Weiß und Schwarz. Man sieht es hier, Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, und wir sehen hier noch eine graue Version. Es ist momentan für 650 Euro zu haben, was wirklich ein echt sehr, sehr stolzer Preis ist, auch für das tolle Display und die tolle Kamera, ist beispielsweise bei Getgoods momentan auch schon lieferbar. Bedeutet, wenn ihr die Ersten sein wollt, dann kriegt ihr es auch. Müsst euch dann aber mit Weiß und Schwarz beispielsweise erstmal zufrieden geben. Ja, ich denke, damit sind wir durch. Das Gerät ist wirklich top verarbeitet. Da gibt es gar nichts rumzumeckern. Es ist wirklich super. Es sind tolle Werte, es klingt alles sehr gut. Ob es wirklich auch im Test überzeugt, seht ihr dann später im Review. Also, schaltet wieder ein. Ich danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.